Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal ein Video und zeigen euch alle möglichen Projekte und Motorräder, die wir gerade so in Betrieb haben. Es ist gerade ziemlich viel los, viele interessante Projekte, und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich rein und starten wir mal mit ein paar interessanten Sachen. So, fangen wir an mit der ZX6R. Das ist ein Motorrad für ein sehr leichtes Mädel. Da haben wir ein bisschen das Problem gehabt, dass die quasi eigentlich zu leicht war. Und witzigerweise, das Federbein, das ist jetzt noch ausgebaut, ist nicht im Motorrad, das war in der Druckstufeneinheit so stark, es hat so viel Druckstufe gehabt, dass es eigentlich zu hart war. Also es hat sich nicht schnell genug bewegt hinten. Dementsprechend schlecht war der Komfort. Und das Interessante daran, wir haben dann das Federbein ausgebaut, haben es im Prüfstand gepackt. Es hat sich nicht verstellen lassen in der Druckstufe. Egal, was du verdreht hast, es hat nichts geändert. Und das machen wir jetzt gerade. Deswegen ist das hier noch auf den Böcken aufgebockt über die Fußrasten. Zudem haben wir gleich noch die Gabel gemacht, also serviciert. Ein neues Öl natürlich, neu abgedichtet und so weiter. Und im Zuge dessen. Aber das Problem liegt eigentlich auf der Hinterachse. Und das haben wir damit behoben. So, und die ZX6 wird von einer 50-Kilo-Dame bewegt. Dementsprechend, ne, wenn jetzt der Fahrer 80, 90 Kilo gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Dann haben wir hier Ducati V4S, Baujahr 2019. Sehr schönes Motorrad, sehr schön umgebaut. Hier machen wir zum einen die Umlenkung, das heißt, wir ändern die Umlenkung von dem 2019er, also 18, 19 haben dieselbe Umlenkung gehabt. 2020 haben sie die Umlenkung geändert, und die bauen wir quasi auf die 20er Umlenkung um, weil dann das Ganze, die Anlenkung vom Federbein sauberer ist, und das hat sich ja auf dem 20er V4S Modell dementsprechend verändert. Deswegen nehmen wir das dann mit. Zusätzlich passen wir natürlich die Fahrwerk, also sprich die Federgabel und das Federbein an, überarbeiten das Shimstack, überarbeiten die Federraten, dass das exakt zum Fahrer, zum Speed und zum Gewicht passt. Und das Coole ist eigentlich das, also trotz elektronischem Fahrwerk von dieser V4 kann man da relativ viel machen. Man kann das V4 Elektronikfahrwerk auch im Menü dementsprechend manuell anpassen. Ob das jetzt eine Elektronik ist, die dann den Bypass verstellt, oder der manuelle Schraubenzieher oder Imbus, spielt keine Rolle. Und ja, das wird auf jeden Fall ein cooles Projekt. Da warten wir aber noch auf die Umlenkung von Ducati, deswegen ist da auch noch nichts ausgebaut. Dann haben wir einen Schubkarren hier. Schubkarren. Kawasaki ZX10R Baujahr 6, 7, 8, was ist es? Ich glaube 6. Ja, 2006er Modell. Hat, interessant, gibt es sehr selten, also wirklich extrem selten, Matrix-Fahrwerk, Gabel und Federbein, beziehungsweise Gabel ist natürlich Serie, war original Showa, aber ist mit der Matrix-Cartridge verbaut. Ist wirklich, sieht man sehr, sehr selten. Ist vom Prinzip her gar nicht schlecht, allerdings war die Cartridge maßlos überdämpft, also da hast du quasi die Zugstufe komplett öffnen können, und trotzdem hat sich die Gabel kaum bewegt. Es war so, also wie in Zeitlupe. Da haben wir das. Man weiß auch nicht, ob da schon jemand dran war an dem Cartridge, an der Dämpfung. Das ist immer schwierig. Deswegen haben wir das hier überarbeitet und haben quasi die Dämpfung auf ein niedrigeres Niveau gebracht, damit es sauberer anspricht, damit sich das besser bewegt. Im Zuge dessen haben wir auf der Hinterachse die Federn angehoben, die Federrate, weil da ist drinnen, also das war auch gemessen, eine 85 Newton Feder, und die ist zu wenig. Der Fahrer hat 80 Kilo. Das ist einfach eine zu geringe Federrate. Da sind wir jetzt hochgegangen auf 100 Newton pro Millimeter Federrate, und dann fährt es auch vernünftig. Das Federbein hat zwar auch ein bisschen viel Dämpfung, ist gerade so an der Grenze. Da muss man teilweise wirklich mit komplett geöffneter Zugstufe fahren, dass die Zugstufe nicht zu viel ist. Und an und für sich aber das Matrix, wir haben das schon zwei, drei Mal haben wir das schon gehabt. Ne? Also ist eigentlich gar nicht so schlecht, bloß von der Dämpfung ein bisschen ungünstig gewählt. Yamaha R6 RJ15, da ist hinten schon Öhlins TTX drin, aber komplett im Standard-Trim, also Standard-Feder, Standard-Dämpfung, und vorne ist komplett serienmäßig. Mit zum einen so ein bisschen viel Gabelüberstand, das ist ein bisschen zu viel bei der RJ15, und die Gabel ist auch serienmäßig, das heißt, die servicieren wir, also einfach neu machen, sprich
alle Verschleißteile erneuern, Öl natürlich erneuern und dann auch Federrate und Dämpfung anschauen. Wahrscheinlich ist die Federrate ein bisschen unterfedert für den Fahrer, also ein bisschen zu wenig Federrate, zu weich quasi. Und die Dämpfung macht aber bei der RJ15 grundsätzlich nicht das Problem. Also die sind jetzt gar nicht so schlecht, diese Kajaba-Gabeln, die mag ich eigentlich sehr gern, funktionieren wirklich gut. Und hinten das TTX. Ein originales TTX ist ja auch für die Straße, ne? Das ist ein Road and Track Fahrwerk, darf man nicht vergessen, das heißt Öhlins geht da auch her und geht von der Abstimmung her nicht als explizit für die Rennstrecke, sondern das muss ein Kompromiss sein, kriegt ihr, hat ja auch eine KBA-Nummer und hat somit ja ein ABE für eine Straßenzulassung. Wenn man jetzt nur noch Rennstrecke fährt, macht es schon Sinn, so ein TTX auf das Körpergewicht und Fahrerspeed und so weiter, Einsatzzweck, Reifen anzupassen. Hier haben wir diverse Federbeine, die gerade in der Mache sind. Das ist das Federbein von der ZX6R. Da warten wir, das ist schon soweit fertig, das Federbein. Da warten wir noch auf Federrate. Dann haben wir hier ein Federbein von der GSX-R750, 2007er Baujahr. Da warten wir leider auch auf Teile. Dann haben wir hier noch ein ZX-10R 2004er. Also das ist die Formschubkarren quasi. Das ist ein Schoberfederbein von der ZX-10R 2004. Und hier haben wir noch eine R1 RN49. Da wird Service gemacht und natürlich verfeinert in Form von Setting. Der Stefan hat hier gerade irgendwas offen. Nee, hat er nicht. Keine Geheimheiten. Alles klar. Dann schauen wir weiter. Dann haben wir eine BMW. Original Gabel, aber Cartridge von Öhlins, also die Nix Cartridge, die Open, das erkennt ihr an diesem Deckel, das sind immer die Open Cartridges, die ist von der Hardware her eigentlich super, da gibt es jetzt keine Probleme, allerdings kann man auch hier das Setup ungünstig wählen, das war bei dem Motorrad tatsächlich so, das ist jetzt schon fertig, da war das Setup sehr ungünstig gewählt, zum einen hat er gefühlt 3 cm Gabelüberstand gehabt, was viel zu viel ist und auch die Federraten waren zu weich, das Luftpolster war zu groß, sprich da war viel zu wenig Öl drin und der Fahrer war jetzt nicht gerade der allerleichteste in Form von 60 Kilo, sondern hat halt so wie ich 78 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau, müssen wir am Zettel schauen. Und dementsprechend viel Last hat der aufs Vorderrad transferiert und das Vorderrad überfahren. Ist auch übers Vorderrad dann einmal gestürzt, hat da kein Vertrauen mehr gehabt. Muss jetzt nicht unbedingt das Fahrwerk schuld gewesen sein, das darf man jetzt nicht sagen, aber das sind schon so Indizien gewesen, die dann letztendlich dazu führen, dass man sich das einmal anschaut. Auch auf der Hinterachse war er unterfedert, hat eine Standard Öhlins TTX Feder drin gehabt von, es war eine 90er Feder drinnen und da sind wir jetzt auf 100 Newton hochgegangen, braucht jetzt der Fahrer mit dem Gewicht schon von der Höhe her, sonst ist das Motorrad einfach allgemein zu tief und dadurch ist es sehr widerspenstig in Form von Radien und so weiter. Also der wird Freude haben, da bin ich mir ziemlich sicher, kann er ja gerne dann, wenn er mal gefahren ist, unter das Video schreiben. So, dann haben wir eine RJ27 R6 aufgebaut von Yard. Das ist eigentlich All-In-Paket, was es von Yard so gibt, glaube ich. Bis auf die Magura-Pumpe, die kommt selten von Yard. Na, All-In-Paket ist es nicht, weil es die Standard-Gabel, aber mit der Close-Cartridge von Öhlins. Also sprich, da ist die teure Cartridge drin, nicht die Nix, sondern die FKR. Fahrer sehr zügig auf einer 600er. Haben wir auch das TTX überarbeitet in Form von Feder. Und natürlich an der Gabel ein paar Feinheiten, Luftpolsteranpassung, Überstände eingemessen und so weiter. Das Dämpfungssetting von der FKR-Cartridge haben wir nicht überarbeitet. Das musst du in nur sehr seltenen Fällen machen. Da ist die R6 aber auch sehr unkompliziert. Da geht es eher viel mehr um die richtige Federrate, um die richtigen Höhen, Längen, Federbeinlänge, Gabelüberstand und so weiter. Ist ganz wichtig, aber da haben wir jetzt auch ein relativ gutes Setup rausgefahren für den Kunden. So, da haben wir jetzt kommst du zu unseren Verkaufsmotorrädern. Kawasaki Z650, ne? Alle die IDM Twin Cup schon mal gesehen haben, das sind die Bagger. Ja, mit dem kannst du einen IDM Twin Cup fahren mit dem Motorrad, das ist fix, fertig, ready to race, inklusive Twin Cup Reglement steht das hier, kannst du sofort holen, kannst sofort Twin Cup gewinnen damit. Ist richtig schön aufgebaut von der Firma MCR in Regensburg. Die haben da wirklich alles schön gemacht, mit Rahmen lackiert und wirklich sehr sauber im Detail und so. Ja, also ist wirklich ein tolles Bike. Würde mich selber mal interessieren, auch mit Fahrwerk. Also da ist auch Cartridge drinnen und Federbein. Also nicht nur original verfeinert, sondern wirklich auch sehr hochwertige Komponenten.
Was mich dann zu der RSV4 bringt, RSV4 Factory, komplett neu. Komplett neu. Also wirklich niegelnagelneu mit allen Schikanen, was man eigentlich nur einbauen kann. Und auch richtig schön lackiert und vor allem Aufkleber unterm Klarlack und so. Also wirklich toll. Findet ihr auch bei uns im Shop. Genau, haben wir hier nochmal eine Z650. Die ist ein bisschen geringer ausgestattet wie die Z650. Deswegen ist die auch ein bisschen günstiger. Aber auch ein Twin Cup. Reglement-konform, das heißt, kannst du sofort den Twin Cup losfahren und Twin Cup gewinnen. Sollte man den Twin Cup fahren? Nee. Dann haben wir Suzuki GSX-R 1000, das ist ein Stefan sein Motorrad. Wir wollten das damals übrigens für das erste Low-Budget-Projekt quasi machen. Haben wir dann aber umentschieden, das ist mittlerweile ein Stefan sein Motorrad. Da hinten steht er und grinst. Da schraubt er immer nach Feierabend. Da hat er mittlerweile auch schon einiges eingebaut. Was haben wir denn da? So, mehr oder minder alles, was man braucht. Ne? Öl ins TTX hinten hat er jetzt eingebaut. Dann an der Gabel die Close Cartridge von K-Tech, also nicht die Open von K-Tech, auch nicht die FKR von Öl ins, sondern die Close Cartridge von K-Tech. Error-Auspuffanlage, Software angepasst. Oder hast du Software hast du machen lassen, oder? Steuergerät. Geflasht, also kein Kit, sondern Flash. Ja, das wäre jetzt eigentlich mal fertig damit. Dann wird es Zeit, dass es März wird, dass wir mal nach Rijeka gehen können oder so. Dann schauen wir mal, wer schneller ist. Stefan kann ja auch ein bisschen Motorrad fahren. Ne? In Rijeka hat er zwar nicht ganz mitgehalten, aber er war schon schnell. Mit seiner Yamaha schüttelt er wieder den Kopf. Ja, dann haben wir meine Honda hier, SC82, die kennt ihr ja soweit. Für alle, die es nicht wissen, wir haben den Kit-Kabelbaum, Kit-Steuergerät, Gabelbrücke von IMA, Fahrwerk natürlich von uns gemacht, mit FKR Close Cartridge, mit TTX überarbeitet, ziemlich ähnliches Dämpfungssetting wie ein Aeris P40 von Öhlins. Natürlich mit Michelin-Reifen, so wie ich das ganze letzte Jahr gefahren bin. Brembo-Bremspumpen, 2D-Data-Recording, also Federwegsensorik vorne, Federwegsensorik hinten, Grapovic, komplette offene Auspuffanlage. Also so das, was man halt macht. Ne? So. Aber es ist ja ein Gesselpower sein Motorrad, von dem her, die bauen sowas ja öfters. Dann haben wir noch eine ZX-10R Baujahr 2017, die haben wir angekauft. Beziehungsweise drangenommen für den Verkauf von einem anderen Motorrad. 6000 Kilometer um, K-Tech Cartridge in der Gabel drin, von uns umgebaut, Öl ins TTX an der Hinterachse. Neu foliertes Ding, das ist eine geflashte Version, also keine Kit, sondern eine geflashte. Michelin-Reifen drauf, Setup natürlich für den jeweiligen Fahrer, der sie kauft, abgestimmt. Brembo-Bremspumpe, die Brembo-Sättel sind bei der Kawa ja sowieso serienmäßig. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht, weil Kawa, Aprilia, Honda, Ducati, die haben ja alle diesen Monoblock eigentlich schon drauf, der wo wirklich gut ist. LSL Fußrastenanlage, Übersetzung geändert, Rennverkleidung, Bodis-Auspuffanlage, also ready to race eigentlich, der Picobello aufbereitet von uns und ja, die wartet eigentlich auf einen Einsatz. Ich habe schon gesagt, wenn wir es nicht verkaufen, dann fahre ich selber damit. Schauen wir mal. Nee, oder wir vermieten sie, ich weiß es noch nicht. Aprilia RS660. Das ist eigentlich extrem selten. Ich bin die im Serienzustand gefahren bei Bike Promotion in Andalusia. Was hat mich an dem Motorrad fasziniert? Der Motor hat jetzt nicht wirklich viel Leistung, also das ist jetzt nicht so faszinierend für so eine RS660, aber die Elektronik ist gut. Die Elektronik ist richtig gut. Da kannst du in Schräglagen Gas geben, kannst das zirkeln, das geht richtig geil. Und was im Serienzustand echt ein Problem war, war die Gabel. Die ist unterdämpft, unterfedert im Serienzustand. Da hast du jedes Mal das Gefühl, wenn du auf der Bremse zum Scheitel fährst, du bumm, Moped fährt geradeaus und du willst aber da rein, dann überfährst du schnell das Vorderrad. Deswegen ist auch hier Andriani-Cartridge drin. Das ist so ziemlich die einzige Cartridge, welche so wirklich verfügbar ist für das Modell. Also Andriani, ne? Und auf der Hinterachse Öl ins Federbein. Und die bin ich leider nicht gefahren. Die ist nur zum Verkauf hier. Aber die würde ich gerne fahren, weil
weil das Motorrad hat Potenzial, vor allem vom Backend war das wirklich gut und die Front war so ein bisschen lost im Serienzustand. Und das ist aber ihr nicht mehr gegeben. Das wäre eigentlich echt mal interessant, aber das ist halt zu schade, weil das Moped ist neu und der Meinl geht jetzt auf den Test. Ne? Zwei ZX-10Rs als volle Kit-Bikes, also nicht nur geflasht, sondern volle Kit-Modelle mit allen Schikanen. Also FKR, Close Cartridge, Lenkungsdämpfer, Federbein TTX, leichter Heckrahmen, richtige Rennverkleidung, Fernversteller für die Bremse, die Playstation-Knöpfe, also wirklich volles Programm, Tankhauben, war alles, was man braucht. Fußrastanlage sowieso. Also die hat irgendwie 3.000, 4.000 Kilometer um. Das sind übrigens Doppel-Airs, ne? Also im Original schon mit den Marquesini-Felgen. Die hat irgendwie 3.000, 4.000 Kilometer um oder 2.500, 3, irgend sowas. Und die rechte, die hat 0, also die ist neu. Ja. So, dann haben wir, also gibt es alle bei uns im Shop, verlinken wir natürlich gerne unten. So, und dann haben wir noch hier, das sind so fertige Sachen. Was da noch interessant ist, ist zum Beispiel, Umbau, elektronisches Fahrwerk auf manuell. Muss man nicht immer machen, aber das ist eine Honda SC77, da schadet das nicht. Also da haben wir quasi die originalen elektronischen Versteller rausgenommen und haben das auf mechanisch umgebaut. Das ist natürlich dementsprechend im Prüfstand abgestimmt auf das richtige Setting, sodass es auch gut funktioniert. Und das kann man theoretisch mit jedem elektronischen TTX-Fahrwerk ohne Probleme machen. Die Teile haben wir weitestgehend auf Lager. Hast du ganz normal einen ganz normalen Versteller in Form von Zug und Druckstufe zum Verstellen. Dann haben wir, was auch immer wieder häufig der Fall ist, sind die Probleme mit eingelaufenen Standrohren. Haben wir hier auch gehabt, dass sie sehr stark verschlissen waren und deswegen quasi neue Standrohre gebraucht haben. Das sehen wir hier. Da könnt ihr euch vielleicht erinnern, haben wir an unserem Low-Budget Suzuki-Projekt haben wir auch die Standrohre neu gemacht. Und das ist bei einer PC40 hier. Und da kriegst du halt wieder ein richtig schönes Losbrechmoment und dementsprechende Gleitfähigkeit der Gabel. Und im Zuge dessen natürlich Service logischerweise und auch Anpassung, Federrate, Dämpfung. Da haben wir noch so, was haben wir hier, Aprilia RSV4 2017er Baujahr. Yamaha R1 mit FGRT-Gabel und Öhlins TTX, auch so Standardverbrecher quasi bei uns. Federraten angepasst, vorne, hinten serviciert, Dämpfung überarbeitet und so weiter, so täglich Brot quasi. Ne? Und da haben wir noch ein paar Sachen, die wohl noch reinkommen, gerade so im Moment. BMW Doppel-R K67 wird umgebaut auf, also Elektronik quasi raus, umgebaut auf andere Cartridge. In dem Fall nehmen wir vorne gerne K-Tech und hinten gerne das DTX, weil da haben wir die meisten Erfahrungen, auch die meisten Daten. So, dann haben wir natürlich noch unsere Reifensammlung. In Form von, da ist mir ein Fauxpas passiert vor kurzem, ne? Fauxpas. Dann habe ich einen Satz, ich habe mich schon gewundert, ich habe einen Satz Pirelli, 7017, ne? Ist offensichtlich im Vorderrad. Habe ich auch das Vorderrad verkauft, ich hatte die noch hier. Und der Kunde hat dann festgestellt, du, das sind keine Vorderräder, das sind Hinterräder. Hinterräder, nämlich Rear von einer 300er. Tja, Herr Meindl, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Haben wir natürlich zurückgenommen, war absolut mein Fehler. Passiert, wenn jemand 120er Hinterräder braucht, wir haben zwei. SC1 und SC2, die werde ich wahrscheinlich jetzt haben, lege ich mir irgendwann unter den Christbaum. Na, mein Fehler. Dann haben wir natürlich hier eine Palette Michelins. Vorderräder Soft, Vorderräder Medium. Dann haben wir Hinterräder 24er, den wo ich in Misano getestet habe, der Endurance. Dann haben wir Hinterräder Soft. Dann haben wir die 190er Mischungen in Medium Hard und Medium Soft Plus, also alles für 600er und 57. Dann haben wir noch zwei, drei Sätze Regenräder, oder vier Sätze sind es. Und Regenräder braucht eh keiner, ne? Deswegen haben wir nur vier Sätze. Und natürlich dann die High Performer in Form von 260er, die neuen, in Form von Medium und Hard, also die richtigen Reifen haben wir natürlich auch da. Das ist nur ein Teil des Lagers, der andere Teil ist in dem anderen Lager. Also Reifen haben wir genug, findest du natürlich auch bei uns im Shop. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen,
Wenn ihr auch Fragen habt, so technischer Seite, Fahrwerk bevorzugt auch gerne Reifen. Wenn ihr da irgendwas habt, was euch interessiert, was euch am Herzen liegt, was ihr vielleicht nicht wisst und wir euch eventuell beantworten können, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann hauen wir nämlich in die Tasten. Ne? Also von dem her, ich hoffe, wir haben euch mal ein bisschen so einen Einblick in unsere Halle gegeben, was wir gerade so an Projekten da haben und freuen uns natürlich auf eure Kommentare und auf eure Fragen vor allem. Und vielleicht gibt es auch ein oder das andere, was wir für euch videotechnisch auch in Zukunft mal machen können. Also, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.